Wie sieht's aus? Besteht nach dem Disput vergangenes Jahr eigentlich noch eine Chance, dass Sie bei den Olympischen Spielen für Deutschland spielen werden? Da werde ich nicht dabei sein. Und wie sieht es generell mit Dennis Schröder aus? Haben Sie ihn mal wieder getroffen, das eventuell nochmal ausgesprochen oder wie sind Sie verblieben? Ja, wir haben ja zu Hause gegen Toronto gespielt, als er noch bei Toronto war. Da haben wir kurz vorm Spiel gequatscht. Herzlichen Glückwunsch natürlich zum WM-Titel und zum MVP-Titel. Dabei war es dann mehr oder weniger belassen. Was trauen Sie der Mannschaft zu in Paris? Viel. Also ich glaube, es ist eine der auf jeden Fall Top 5 Mannschaften. Die haben ja jetzt durch die letzten zwei Jahre, glaube ich, auch sehr viel Confidence bekommen, haben sehr viel Tiefe mit Franz, Mo und allen Jungs, die dabei sind, Daniel. Ich hoffe, dass alle natürlich gesund sind. Glaube ich, kann man schon einiges reißen. Ich glaube, die könnten wieder, man muss was gar nicht Überraschungsteam sagen, weil sie das Talent eigentlich haben, aber auf jeden Fall Top 5 und ich hoffe natürlich, dass sie wieder für eine Medaille mitspielen können. Ist das Thema für Sie generell abgeschlossen oder tut das ein bisschen weh, wenn man denkt, weil Olympische Spiele ist ja immer so ein Highlight und da sind Sie ja eigentlich während im Alter auch noch dabei zu sein, aber werden es halt trotzdem nicht sein. Ja, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Saison. Manche Sachen sollen einfach nicht sein. Wie gesagt, jeder geht seine eigene Karriere, hat ein bisschen seinen eigenen Weg. In meiner Vergangenheit hatte ich sehr viele Verletzungen, die mich in verschiedenen Dingen zurückgehalten haben, auch im Sommer. Wo ich nicht immer dabei sein konnte, weil es einfach physisch nicht ging. Und ich kenne meinen Körper am besten und ich weiß, wo die Grenzen sind. Oder mittlerweile habe ich es gelernt. Und das ist natürlich ein Thema, das schade ist, aber es ist, wie es ist. Und wie gesagt, wenn ich dann ein bisschen Pause für den Körper habe, dann ist eben ein bisschen Pause für den Körper.